Gia Corli, Sie sind heute zurück in Tübise mit Deutschland U15. Wie war es heute? War anstrengend, aber ist uns gelungen. Waren natürlich alle nervös, aber war ein gutes Spiel, fand ich, für den Anfang. Ja. Ja. Von Anfang an, Sie machen schon ein frühes Tor, ne? Ja, das war mit ein bisschen Glück, aber war auch gut zusammengespielt von der Mannschaft. Nach außen, dann reingelegt und dann halt das Tor, da stand ich dann halt. Ja. Was lernen Sie von so einem Spiel wie heute? Ja, man nimmt immer Erfahrung mit. Also jetzt weiß halt jeder, wie ein Länderspiel ist. Mhm. Und jetzt können wir uns auch darauf einstellen, wie es so abläuft hier mit, dass man keine Sorgen braucht und sowas. Ja. Sie spielen jetzt noch bei den Jungs, aber Sie haben auch schon mit Bayern München gespielt. Ja. Wie sehen Sie die Zukunft für Sie? Weiter bei Jungs bleiben und dann später mal in 2 Jahren oder so dann zu den Mädchen erst. Ja. Ja. Und dann die Hoffnung, in Bundesliga zu kommen? Ja, und in der Nationalmannschaft zu bleiben. Okay, ich danke Sie. Viel Spaß, viel Glück. Dankeschön. Danke.